Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier beim Fußballmanager 14. Und ja, der nächste Spieltag steht bevor und es sieht derzeit richtig gut aus. Also die letzten Spiele waren wirklich sehr, sehr gut. Wir können nochmal gucken. Ja, Pospech ist leider noch lange verletzt. 18 Wochen. Meine Herren, also das ist schon ziemlich bitter, aber wir haben ja einen guten Ersatz. Wir haben jetzt zwar überhaupt keine Ersatzspieler mehr irgendwie, aber gut, damit müssen wir klarkommen und derzeit sieht es ja noch richtig gut aus. Wir können nochmal einen kurzen Blick auf die letzten Ergebnisse werfen. Ja, gegen Lyon 3:1 gewonnen, gegen Hoffenheim 3:1 gewonnen, gegen Stuttgart 4:0 gewonnen, gegen Wolfsberg 4:1 gewonnen und davor das relativ unglückliche Spiel gegen Hannover mit 2:2, wo wir kurz vor Ende dann noch den Ausgleich bekommen haben. Gegen Hoffenheim haben wir kurz vor Schluss noch den Sieg geschafft. Von daher geht es schon in Ordnung. Und jetzt heißt es hier gegen Wolfsburg den Pflichtsieg einzufahren. Sogar zu Hause. Bei denen läuft nämlich derzeit überhaupt nichts. Deswegen auch, das gewinnen wir hundertprozentig, denke ich auch. Und dann schießen wir sie mal aus dem Stadion raus. So, erste Möglichkeit, aber jetzt für die Wölfe. Wir dürfen sie natürlich nicht unterschätzen, klar. Achtung, Verinha, aber schafft es nicht. Oh, da hatte Wettklub fast seinen Bock beisammen gehabt. Also da haben wir Glück gehabt, dass die Wölfe das dann nicht genutzt haben. Ja, die Wölfe, da dürfen wir wirklich jetzt, also die stehen schon sehr, sehr weit unten in der Tabelle, aber wir sollten uns nicht zu sicher sein. So, Okazaki hat sich freigeschlichen, bekommt den Ball, versucht Bernaglio auszugucken, aber schafft es leider nicht. So, jetzt, so viel ist noch nicht passiert. 13. Minute. Wir sollen passen jetzt hier mal so ein bisschen auf. Die Wolfsburger gehen so ein bisschen in die Offensive. Jetzt aber eine schöne Kombination zu Okazaki. Und der macht den am Tor vorbeischiebt. Ich dachte erst an Bernaglio vorbeischiebt, aber leider nicht. So, nächste Möglichkeit. Choupo-Moting mit der Hereingabe, aber Bernaglio ist auch wieder da. Ja, schöne Info hier. Naldo wird gefoult, geht zu Boden, hat einen weißen Streifen im Gesicht. Ja, ich hoffe, die Kreide schmeckt gut. Nächste Möglichkeit jetzt. Müller schießt Rodriguez an, holt hier den ersten Eckball. Von rechts. Die Ecke ist ein bisschen zu kurz. Rafinha kann klären. Also wieder keine Gefahr. Ja, ein harmloses Spiel bisher. Noch nicht so viel los. 5:1 Chancen für uns, aber das ist bisher, waren bisher nur Peanuts. Jetzt vielleicht. Van Ginkel leitet das Tor. Ja, super, das scheint das 1:0 zu sein. Ja, Wahnsinn. Polter macht... Nee, noch zu Ginkel und der stochert dann ein. Also Van Ginkel macht hier sein viertes Tor. Und schade nicht der Polter. Die Tore kann er auch mal gebrauchen. Da war in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Damit wir hier mal den Lewandowski wieder ein bisschen einholen können in der Torschützenliste. Aber trotzdem, 1:0, das ist schon mal super. Jetzt aber die Möglichkeit für Wolfsburg. Aber Diego macht die Chance hier zunichte. So, nächste Möglichkeit. Polter geht zu Boden, aber da kann man nur weiterspielen lassen. Ich möchte auch mal gerade gucken. Wir haben ja eigentlich, haben wir das eigentlich so eingestellt, dass hier zukünftige Transfers mit reinkommen? Weil eigentlich müsste ja der De Bruyne oder Brün oder wie der genannt wird eigentlich, müsste da dabei sein. Und hier Pfosten von Co. Also da haben wir Glück gehabt. Vielleicht sollten wir hier jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Also die Wölfe hier haben ein bisschen mehr Chancen gehabt jetzt noch zum Ende hin. Trotzdem haben wir doch schon eine verdiente Führung, würde ich mal sagen. Und das Wetter scheint nicht so gut zu sein. So, dann können wir nochmal ganz kurz schauen. Ansprache, sehr gut, weiter so, das ist, denke ich mal, auch okay. So, dann haben wir hier noch Spieler, die so ein bisschen massiert werden wollen. Nochmal den Polter. Und dann können wir eigentlich nochmal bei den Noten, ja, Noweski
So viele gute Noten hatten wir jetzt auch nicht. Park, der bekommt ein bisschen Kritik. Okazaki, den werden wir mal motivieren. Genauso wie Polter. Und dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Und jetzt würde ich doch schon ganz gerne hier das 2:0 machen. So, Park. Oh, mit beiden Beinen in Co. rein. Ja, da muss man aufpassen. Sowas gibt ab und an auch gern mal eine rote Karte. So, nächste Möglichkeit für die Wölfe. Co. von rechts. Auf Virinha. Und der war aber am Abseits. Wird hier zurückgepfiffen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt werden die Wölfe hier gefährlicher. Diego auf Bastos, der umzingelt die Abwehr, aber kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt aber wieder eine Möglichkeit für uns. Und die wird gut werden, hoffentlich. Preet schickt Polter. Der geht in den Strafraum, legt quer auf Choupo-Moting. Der muss nur noch reinschieben und macht es auch. Super, also das 2:0. Und das erste Saisontor für Choupo-Moting. Ja, ich wollte gerade sagen, so viele hat er noch nicht gemacht. Und die zweite Vorlage von Polter. So, jetzt aber Achtung. Gute Möglichkeit für den Konter hier von Wolfsburg. Diego auf Co. Der trifft, schießt aufs kurze Eck und macht auch das Tor. Also direkt der Anschlusstreffer. 2:1 nur noch wieder. Co. hier mit dem Tor. Zweites Tor erst in der Saison, aber seit 374 Minuten mal wieder eins erzielt. Nächste Möglichkeit jetzt für uns. Van Ginkel und Polter. Preet kommt zum, nee, kommt nicht zum Kopfball, schade. So, nächste gelbe Karte hier im Spiel für Polter, der sich versucht hat, den Ball hier mit der Hand vorzulegen. So, und jetzt aufpassen. Also ich möchte hier jetzt kein Ausgleich sehen. Wir können mal ganz kurz gucken. Ja, 9:6. Also es ist nicht ganz eindeutig, unsere Führung. Ne? Also es wäre schon gut, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen Gas geben. Preet hier mit einem unkonzentrierten Abschluss. So, Konzentration, Freistoß jetzt. 69. Minute. Aber das wird wohl nichts. So, nächste Möglichkeit. Also jetzt haben die Wölfe so ein bisschen wieder Druck abgelassen. Polter schießt aus 20 Metern, aber Bernaglio ist da. Wie sieht es eigentlich aus mit den Noten? Bernaglio hier mit einer 2,5. Wetto ebenfalls. Oh, und hier gute Möglichkeit. Bastos wäre sonst da gewesen. Ach, und die nächste Möglichkeit. Aber auch da ist Wetklo wieder da. Sehr schön. Also kann hier seine Note verbessern. So, und jetzt mal aufpassen hier, dass wir hier jetzt nicht noch die Führung verspielen. Preet jetzt. Niemand greift an. Schießt aus 20 Metern. Naldo fälscht mit den Hintern ab. Und der Ball geht in die Arme von Bernaglio. Nächste Möglichkeit. Ecke. Erst die zweite in diesem Spiel. Viertelstunde noch. Achtung, Bungert hat den Ball, schießt. Preet steht da, fälscht den Ball ab. Aber Bernaglio ist da und hält den Ball noch. Ja, super Reflex. Schade. Sehr langer Text. Sehr gute Möglichkeit, aber leider kein Tor. Ja, und ich traue mich gar nicht zu wechseln. Weil eventuell müssen wir nochmal das 3:2 machen. Weil das ist derzeit alles noch irgendwie so ein bisschen unsicher. So, 10 Minuten nur noch. Und ich traue mich auch gar nicht auf die Live-Tabelle zu sehen. Ja, gelb für Trash. Ja, und derzeit sind hier eher so ein paar Nicklichkeiten, Auswechslungen. So, wir können hier eben nochmal ganz kurz so ein bisschen Zeitspiel machen. 85. Minute und nochmal eine Möglichkeit für uns. Vielleicht jetzt
um den Sack zuzumachen. Okazaki passt in den Strafraum. Polter ist da, zieht aus 12 Metern ab und macht das 3-1. Ja, Wahnsinn, super. 3-1. Das ist gut. Und Polter endlich auch mal mit dem nächsten Tor. Dürfte der 14. Treffer sein, jawohl. So, und gleich die nächste Möglichkeit. Pret, Polter behindern sich und Bernaglio ist dann da. Ja, hier ist dann aber auch mehr oder weniger das Spiel vorbei. Eine Minute noch Nachspielzeit und der nächste Sieg. Also derzeit flutscht es doch mal so richtig. Da können wir uns echt nicht beschweren. Und ich bin mal auch sehr gespannt, wie es jetzt aussieht auf der Tabelle. Ob wir hier jetzt auf dem Champions League Rang endlich mal sind und dann, oder ob wir zumindest mal ein bisschen Luft nach hinten haben, dass wir uns mal, dass wir auch nach einer Niederlage mal die Position halten können. So, von den Chancen her 9-4. Ja, war schon verdient, dass wir hier gewinnen. Also Bayern 3-0 gegen Köln, Schalke 3-2 gegen Nürnberg. Die beiden vorne haben auf jeden Fall schon mal gepunktet. Leverkusen gewinnt gegen Hamburg und kommt so langsam auch nach vorne. Ja, gute Statistik hier, 11 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Dortmund nur mit einem 2-2, also wenigstens die lassen hier Punkte liegen. Deswegen können wir hier auch vorbeigehen an Dortmund und haben zumindest jetzt schon mal 4 Punkte Vorsprung vor dem 7., vor Leverkusen. Stuttgart gewinnt auch, schafft es hier auf den UEFA Cup Platz zu kommen gegen den Sieg gegen Bremen. Von dem Sieg gegen Bremen. So, und Gladbach gewinnt ebenfalls. Auch die können sich vorne so ein bisschen festsetzen. 1860 2-2 gegen Hoffenheim. Also zwei verlorene Punkte hier für die Hoffenheimer. Wir gewinnen gegen Wolfsburg. Pauli mit dem ersten Saisonsieg gegen Hannover. Und die reißen denn die Hannoveraner hier so richtig in die Krise. Also, da schon lange kein Sieg mehr hier gewesen. Aber dafür, naja, Befreiungsschlag ist es jetzt noch nicht. Trotzdem immer noch 5 Punkte Rückstand auf den 15. Aber wer weiß, ob die Paulaner hier vielleicht nochmal nach vorne kommen. So, dann gucken wir mal. Haben wir hier jemanden? Choupo-Moting in der 11 des Tages. Herzlichen Glückwunsch. So, beste Spieler. Lewandowski, ja, schafft es nicht, das Tor zu machen. Also hier in der vorderen Gruppe ist Polter der Einzige gewesen, der hier das Tor macht. Damit wieder bis auf ein Tor an Lewandowski dran. Ja, wer weiß, vielleicht macht er im nächsten Spiel dann wieder direkt 3 Tore. Ja, also das sieht richtig gut aus. Und dann schauen wir nochmal. Einen kleinen Ausblick. Ach, guck mal hier. Ja, wir setzen immer auf die gleichen Leute. Das liegt aber auch daran, dass auch die Besten sind, ne? So, ansonsten Vertrauen, Mannschaft 10, Stimmung 18 von 20, Fitness ist eigentlich alles sehr, sehr gut. Status bei den Medien, Fanbeliebtheit, so soll es sein. Also ich fühle mich aber wirklich sehr, sehr wohl bei Mainz. Sportlich 20 von 20, das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Und Sebastian Polter, Fußballer des Monats, ja, herzlichen Glückwunsch, endlich mal wieder ein Mainzer. Das ist doch mal schön. So, dann wollen wir eben noch mal ganz kurz ein paar Spielergespräche machen. So, damit wir hier vielleicht sogar auf 840 kommen von den Punkten. Also das ist schon Wahnsinn. Und wir haben gar keinen Ersatztorwart, fällt mir auf, ne? Puhuhu. Da brauchen wir ja auch keinen rausschmeißen, wenn wir denn unseren neuen haben hier. Anfang Januar. So. Noveski hat gut trainiert. So, Bungert. Jetzt heißt es hier vielleicht nochmal einen Stern dazu zu bekommen. Neben dem blauen Punkt. Ah, hier nicht. Vielleicht bei Choupo-Moting, ja, wahrscheinlich auch nicht. Der ist nämlich eigentlich ja, immer nicht so ganz so gut drauf. So, Van Ginkel, da bekommen wir dann vielleicht den blauen Punkt. Nee, derzeit nicht. So, Müller. Da können wir es zumindest absichern.
So, Dennis Preetz, da können wir mal gucken. Marktwert, zuletzt war der bei 17 Millionen, jetzt ist er bei 19,5. Also der Verein, der den hier ausgeliehen hat, der freut sich auch, dass der hier so aufblüht bei uns. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie die finanziellen Mittel zusammenbekommen, dass wir den vielleicht verpflichten können. Auch wenn es wirklich teuer wird. Aber noch haben wir den ja auf jeden Fall dieses und nächstes Jahr. Dieser Maximilian Arnold hier. Naja. Gut. So, dann sind wir hier soweit erstmal durch. Das nächste Spiel wird dann sein gegen Bayern 04 Leverkusen. Ja, die sind derzeit richtig gut drauf. Also das wird schwer werden. Oh, das ist DFB-Pokal sogar. Oh, stimmt. Da waren wir auch länger nicht mehr aktiv. Richtig. Also, da haben wir jetzt... Na, guck mal, das hier. Saison bisher und Form. 5 Sterne. So soll es doch sein. Ja, und DFB-Pokal gegen Leverkusen. Ja, das ist natürlich ein Hammer los gewesen. Das wird nicht einfach werden. Aber ich hoffe mal, dass wir das packen können. Und dann in die nächste Runde kommen. Aber wie gesagt, es wird schwer. Wenn wir jetzt rausfliegen, ist es nicht so schlimm, da wir ja in der Liga wirklich sehr, sehr gut stehen. Aber wäre schon schön, wenn wir natürlich das Spiel gewinnen, auch aus finanzieller Sicht. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Nächste Folge geht's los mit der nächsten Runde. Dritte Runde DFB-Pokal gegen Leverkusen. Und es wird natürlich nicht einfach, die Wiederholung des Finals vom letzten Jahr. Also von daher müssen wir einfach mal gucken, was bei rumkommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Morgen 13 Uhr geht's weiter hier bei Fußballmanager 14. Bis dann.